Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche von mir. Eine Woche, die ja eine kurze Woche war mit dem Pfingstmontag. Wir dementsprechend nur 4 Tage gearbeitet haben und es war, glaube ich, auch ganz deutschlandweit ein Feiertag. Und eine Woche, in der ich 3 Bücher gelesen habe. Tatsächlich wieder eine Woche ohne ein echtes Buch. Ich kann jetzt aber schon spoilern, dass in der nächsten Woche mindestens 2 Bücher, die ich aktuell lese, auch echte Bücher sind, die ich dann in die Kamera halten kann. Ich habe zudem ein bisschen eine Ankündigung für morgen. Das kann ich erzählen. Ich kann was zu einer coolen Aktion am Sonntag erzählen. Ich habe einen Disney-Film zum ersten Mal geschaut und 3 Bücher gelesen, beziehungsweise 1 davon gehört. Und mit einer Serie angefangen, wo ich schon jetzt ein bisschen weiter bin und vielleicht auch was kurz dazu schon erzähle. Ja, wir starten mit den Büchern. Ihr findet alle Bücher immer unten in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Zudem ist da auch die Hörgenuss-Playlist hinterlegt. Mein Lovely Books, mein Instagram. Also schaut da gerne mal vorbei. Das sind alle Infos, die ihr vielleicht braucht, hinterlegt. Die Woche begann mit It's Now, Leben, Führen, Arbeiten von Janina Kugel. Ein eher Sachbuch. Es ging dann ähnlich weiter mit einem Reisebuch, Couchsurfing in Saudi-Arabien von Stefan Ort. Und gehört habe ich in der Woche Sommerträume am Meer von Karen Swan. Ja, ich hatte Sonnenschein, Weh und das musste dann einfach sein. Ja, wir beginnen aber mit dem ersten Buch der Woche. Da sind meine Notizen so ein bisschen schief, das geht natürlich nicht. Und das ist It's Now, Leben, Führen, Arbeiten von Janina Kugel. Ich bin über dieses Buch irgendwie gestolpert. Ich habe das 2-3 Mal, ich glaube, auf Instagram auch gesehen. Ich habe, glaube ich, auch irgendwas vom Verlag und der Autorin gesehen. Und ich fand, so ein bisschen wie Janina Kugel dort von ihrem Buch gesprochen, erzählt hat, fand ich das super spannend. Janina Kugel war lange Zeit im Vorstand von Siemens tätig und erzählt uns eben hier auch ein bisschen ihren Arbeitsweg. Wir haben also ein Sachbuch von einer Frau, die einen wahnsinnig spannenden Weg gegangen ist, von dem sie uns eben hier drin auch erzählt. Sie erzählt von ihrer eigenen Erziehung, Schulbildung, Ausbildung, ihrem Studium, was da vielleicht so ein bisschen die Anfänge war, das hält sich aber relativ kurz, bis sie dann eben zu ihren diversen Tätigkeiten kommt, die sie dann eben danach ausgeführt hat als Managerin und auch als Vorstandsvorsitzenden. Zudem beschreibt sie eben zum einen Veränderungen, die sie auch eingefordert hat, die ihr wichtig waren, die sie im Grunde auch irgendwie mit in den Firmen ins Leben gerufen hat, aber eben auch Veränderungen, die sich allgemein durch die Zeit ergeben haben und eben auch die Veränderungen, die uns wahrscheinlich noch bevorsteht. Sie bringt auch einige Beispiele aus dem letzten Jahr, wo ja doch auch sehr viele kaufmännische Leute besonders eben auch einfach ins Homeoffice gegangen sind und man da eben merkt, die digitale Welt geht voran, die Menschen müssen nicht mehr vor Ort in Büros sitzen, sondern es gibt eben die Möglichkeit, zu Hause zu arbeiten und solche Veränderungen, die sich eben einfach auch ergeben haben aus aktuellen Situationen, als eben auch Veränderungen, die sie selbst herbeigeführt hat oder eben eingefordert hat, werden hier so ein bisschen mit berichtet. Sie erzählt uns auch dann davon, wie sie eben ihre Freizeit um die Arbeit gestaltet hat, wie sie dann eben auch ihr Muttersein damit vereinbart hat, was ihr da wichtig war, was jetzt auch schon möglich ist mittlerweile, was sie sich aber da noch mehr für die Mütter unter anderem wünschen würde, auch wie das jetzt eben so ist, wenn Väter tatsächlich einfach mehr Familienzeit wollen, welche Veränderungen es in den Jahren gab und das hat sie wirklich auch sehr lange und sehr breit besprochen, auch andere Länder zum Vergleich hergenommen. Und ganz wichtig ist ihr, und das finde ich, ist wirklich in dem Buch auch gut rübergekommen, dass Veränderungen einfach wichtig sind, dass auch es da einfach wichtig ist, dass jeder Einzelne sich einbringt, sich Gedanken macht und dass manchmal eben auch diese Veränderung, dieser Fortschritt, der damit eingeht, natürlich vielleicht für den Einzelnen erstmal ein Rückschritt ist oder eine so große Veränderung, dass man erstmal davor Angst hat, aber dass es eben immer damit dann auch weitergeht. Und es gibt dann eben auch Beispiele von Kutschen und von Fließbändern und bis dann eben alles irgendwie mal maschinell ging und Ähnlichem. Und
Das fand ich wirklich super spannend. Ja, das Buch fand ich tatsächlich sehr, sehr gut. Ich habe darin super gerne gelesen. Es waren einige spannende Ansätze wirklich mit dabei. Sie erzählt eben auch so ein bisschen rückwirkend. Ich glaube natürlich, dass wenn man heute was betrachtet von früher, kann man immer sagen, es hat sich da im Grunde schon angedeutet. Da war mir das wichtig. Da habe ich den Grundstein dafür gelegt. Das finde ich aber gar nicht schlimm. Ich fand es ganz spannend, was sich eben schon für Veränderungen überhaupt in dieser Zeit ergeben haben, welche sie vielleicht auch mit vorangebracht hat, zumindest in den Unternehmen, wo sie unterwegs war. Und man hat hier wirklich einen schönen Rückblick von 20 bis 25 Jahren. Das fand ich sehr spannend, weil ich selbst ja auch schon 20 Jahre irgendwie arbeite, mit der Ausbildung eingerechnet, und das tatsächlich einfach super interessant fand, wie es eben auch schon, also wo man selbst eben Veränderungen einfach wahrnimmt. Also allein, dass ich wirklich seit über einem Jahr im Homeoffice bin, ich an meinem Rechner sitze, ich dort arbeite, ich da vielleicht sogar konzentrierter und einfach besser arbeite, nein, nicht vielleicht, ich das tue und es vielleicht vielen anderen auch so geht, da ist es vielleicht richtig, ist wirklich was, was man sich vor 20 Jahren ja überhaupt nicht hätte vorstellen können. Auch die Entwicklung, was so die Elternzeiten angeht oder auch wie Mütter das eben über einen Hut bringen, das fand ich, hat sie auch sehr gut gezeigt, aber auch eben dort nochmal gezeigt, was es noch nicht gibt. Das, warum man eben auch, als wenn man sich jetzt mal für die Mutterseite entscheiden würde, warum man da so wenig Unterstützung bekommt und warum es immer noch, auch im 21. Jahrhundert, doch sehr häufig die Frauen sind, die eben dann Stundenreduktion machen und so weiter und so fort. Das hat sie sehr spannend beleuchtet. Ich muss aber da sagen, dass ich nicht immer ganz mitgegangen bin. Ich fand schon, dass Janina Kugel eine wirkliche Workaholic-Frau ist und ich glaube tatsächlich eher lebt, um zu arbeiten und dort ihre Berufung findet. Und ich möchte das gar nicht werten, weil jeder das einfach so machen muss, wie er das möchte, wie er sich wohlfühlt. Und das habe ich Janina Kugel total abgenommen. Das muss ich tatsächlich sagen. Ich hatte wirklich das Gefühl, dass sie dafür brennt, dass sie eine Leidenschaft hat und dass sie die eben wirklich ausleben muss, um eben am Ende des Tages glücklich zu sein. Ich selbst konnte mich aber mit vielen dieser Gedanken nicht ganz einfühlen bzw. nicht nachvollziehen, weil ich schon manchmal dachte, da muss sie mich ein bisschen mehr abholen als Mensch, der jetzt eben nicht in so einer Position sitzt. Also ich bin nun leider nicht im Vorstandsvorsitz von Siemens. Da hätte ich mir ein bisschen mehr mitnehmen gewünscht tatsächlich. Da fand ich, dass sie zu viel vorausgesetzt hat, dass man sich in sie hineinfühlen kann. Allerdings teile ich ihre Gedanken zu Flexibilität, zu Veränderung. Warum muss es wirklich ein 9-to-5-Job sein, wenn es für viele Menschen vielleicht einfacher wäre, mal 3 Stunden eine Mittagspause zu machen und eher in den Abendstunden zu arbeiten oder eben früher anzufangen, um eben, ja, vielleicht tatsächlich einfach sich nachmittags um die Kinder zu kümmern und nach dem Abendessen nochmal einzusteigen und so weiter. Das hat man jetzt ja auch wirklich während des letzten Jahres gemerkt, gerade wie auch viele Eltern zum Beispiel im Homeschooling ihre Kinder vormittags dann doch mal ein bisschen betreuen mussten und man sagt, okay, hier switchen wir einfach mal 2, 3 Termine, um da Freiraum zu schaffen, und das finde ich tatsächlich gut, das finde ich spannend. Und ich glaube, dass dieses extreme Festhalten an Strukturen, die alle sehr eingrenzen, dass das nicht die Zukunft irgendwie sein wird. Da bin ich wirklich absolut mit ihr konform. Auch die Wertigkeit von Arbeit fand ich super interessant, auch wie sie diesen Familienwert rechnet. Also, dass sie eben auch sagt, wenn Eltern, zum Beispiel Eltern, eben diese Familienzeit haben, oder sie hat eben auch davon gesprochen, wenn Leute ihre Eltern pflegen, dass man eben sagt, das müsste viel mehr belohnt und bezahlt werden, als dass man das eben so eigentlich ja als Verlust verrechnet. Also jemand, der 2 Kinder großzieht, da Fehlzeiten hat, Stundenreduktion hat, was auch immer, dass im Grunde der dann am Ende, wenn es irgendwann mal, insofern es überhaupt in 30 Jahren noch eine Rente gibt, dass sich das eben darauf auswirkt. Und da habe ich auch sehr, sehr häufig genickt und wirklich gedacht, warum ist man da so verbohrt? Das sind tatsächlich Themen, die ich auch nicht nachvollziehen konnte. Sprachlich hat sie das sehr locker gemacht, sie hat sehr locker erzählt, man hatte auch wirklich das Gefühl, wie wenn sie mit einem spricht, und es wirkte auch überhaupt nicht so abgehoben. Sie hat wirklich auch Begriffe verwendet, die jetzt eben, wenn man nicht im Vorstand irgendwo sitzt und nicht so viel Englisch, das muss man vielleicht dazu sagen, oder auch Fachbegriffe, auch so Projektsachen und so. Sie hat auch wenig Managementbegriffe genutzt, sie hat das dann auch immer erklärt, das fand ich tatsächlich sehr gut, weil ich dachte, so kann man wirklich einfach viele Menschen einfangen, das hat mir gut gefallen.
Was mich anfangs tatsächlich ein bisschen gestört hat, und ich weiß, ich werde jetzt eine Diskussion hier aufmachen, die ich eigentlich nicht möchte, sie hat mit Gender-Sternchen gearbeitet. Und ich muss erst sagen, das fand ich auf den ersten Seiten sehr befremdlich, wenn man eben Jobs aufgelistet hatte und immer mit Sternchen versehen. Also Koch, in Chef, in und so weiter. Und da bin ich ein paar Mal so beim Lesen schon so drüber gezuckt. Ja, ich muss tatsächlich sagen, man gewöhnt sich da irgendwann dran. Das möchte ich tatsächlich auch positiv hervorheben. Aber ich musste das tatsächlich sagen, dass ich das, wenn eben auf einer Seite 20 Sternchen sind, dass ich dachte, man kann es jetzt auch mit den Vergleichen zum Beispiel einfach übertreiben. Aber ja, ich kann irgendwie nachvollziehen, dass ihr das wichtig war. Und von daher, okay, gehe ich da auch mit. Und wie gesagt, man gewöhnt sich da auch dran. Wie gesagt, ich will keine Grundsatzdiskussion über Gendersternchen oder was auch immer. Aber das möchte ich einfach gesagt haben, weil ich es anfangs schon merkwürdig fand. Und ich weiß nicht, wenn man sich vielleicht eine Leseprobe anschaut und man stolpert da irgendwie drüber, war jetzt einfach meine Erfahrung, irgendwann überliest man es. Und dann war es auch irgendwie gut. Also das vielleicht so einfach als Erfahrungswert dazu. Was ich mir persönlich ein bisschen mehr gewünscht hätte aus dem Buch, wären mehr Innovationen gewesen und mehr Änderungsideen. Sie hat diese Veränderungen eher rückwirkend betrachtet. Ich hätte mir eben auch gerne noch ein paar mehr Ideen oder ja, für die Zukunft gewünscht. Sie orientiert sich an vielen Ländern irgendwie in Europa, die manche Dinge schon besser machen als Deutschland. Das fand ich ganz spannend, weil man eben in manchen Systemen schon sieht, da funktioniert es. Aber ich hätte mir mehr Innovation von ihr gewünscht und auch ja nicht nur, wie sie selbst tickt, dafür Veränderungen, sondern es gibt ja eben auch Menschen, die anders ticken wie sie, und dafür hätte ich mir vielleicht auch ein paar Ideen gewünscht. Also jetzt eben nicht sie, die sagt, ich möchte um den Karriere haben und auch, dass die Familie läuft, sondern es gibt eben ja genau das Gegenteil. Leute sagen, ich möchte ganz bewusst eine Familie und vielleicht irgendwie, was kann ich nebenbei machen und organisieren. Also ich hätte mir nicht nur ihre Vorstellung von einem erfüllten Leben gewünscht, das hat sie manchmal nur so ganz am Rand hingebracht, sondern ich hätte mir eben gern auch andere Modelle und Ideen dazu gewünscht. Aber alles in allem hat mich das Buch, ich sage jetzt, gut unterhalten. Es war spannend zu lesen, was manchmal in einem Leben eben möglich ist, und das hat sie wirklich auf sehr sympathische Art und Weise auch gemacht, ohne zu abgehoben irgendwie zu wirken. Und dann war mir so ein bisschen, nachdem wir uns hier ein bisschen arbeitstechnischer aufgehalten haben, dann nach Reisen, und ich habe schon ein ganzes Weilchen Couchsurfing in Saudi-Arabien von Stefan Ort auf dem Sub, habe ich damals vom Verlag als E-Book erhalten, und ich habe von ihm schon zwei Bücher, wenn ich mich richtig erinnere, gelesen, nämlich Iran und Russland, und ich glaube, eins der Bücher hatte ich sogar gehört. Und es gab auch schon eine Weltwach-Folge von, also um dieses, um sein Buch. Die habe ich mir jetzt auch im Nachgang angehört. Die hatte ich mir nämlich ja zum noch Anhören angeklickt und habe mich jetzt auch gefreut, dass ich die aufgehoben habe und im Nachgang gehört habe. Die ist im Übrigen auch sehr empfehlenswert, ganz unabhängig vom Buch. Ja, Stefan Ort ist dafür bekannt, dass er eben als Rucksacktourist umherreist und eben ja dort versucht, ganz nah an die Menschen zu kommen, an die Einheimischen zu kommen, und das eben über Couchsurfing macht. Das ist eine Plattform, wo man sich anmelden kann, wo man seine Couch anbieten kann, und dann kommen eben zum einen natürlich fremde Menschen zu einem, aber gleichzeitig hat man eben die Möglichkeit, ja, bei anderen auf der Couch zu übernachten. Und so reist er in diesem Buch eben nach Saudi-Arabien, wo man ja noch gar nicht vor allzu langer Zeit, ich glaube, es hat sich erst 2018, 2019 tatsächlich gelockert, noch gar nicht als Tourist einfach so einreisen durfte. Zudem eben als nicht muslimischer Mensch nicht einreisen durfte, und ich glaube, als Frau schon gleich gar nicht, wenn ich das recht auf dem Schirm habe. Und sobald das eben möglich ist, macht er Ende 2019 sich auf den Weg und versucht eben über dieses Couchsurfing-System von Couch zu Couch das Königreich zu durchreisen. Wir sind zu Beginn der Geschichte bei einer Party dabei, auf denen sich eben auch Frauen aufhalten dürfen, was auch gemischt ist mit Männern, wo wirklich die Post abgeht und er uns seine ersten Eindrücke beschreibt. Und dann erzählt er uns eben schon dieses Spagat aus Religion, Tradition, auch dieses dortige Königshaus, davon erfahren wir sehr viel. Die Bestrafungen oftmals wirklich auch für Kleinigkeiten und auch die Regeln, die eben auch zum Beispiel für Touristen gelten und eingehalten werden müssen. Er bringt uns hier diese ganze Bandbreite, bringt uns dieses Land näher und
zeigt uns so ein bisschen wirklich diesen Wandel, der irgendwie zum Teil gewünscht ist, von den Konservativen aber eher nicht, aber das Königshaus sich eben öffnet und eben diesen Tourismus auch hineinbringt. Er zeigt uns auch, wie er eben über 5 Ecken immer irgendwo hinkommt, dass es eben doch nicht immer einfach ist, ja, dort eine Couch zu finden. Und ja, die Reise, so wie gar nicht verraten, endet dann im Grunde so ein bisschen auch mit ja, dem Anfang, Einsetzen von Corona und wo er dann eben auch einfach nach Hause muss, ohne dass er seine Reise wirklich fertig machen konnte. Man erfährt in diesem Buch sehr, sehr viel über Saudi-Arabien. Und ja, es ist das ein Land, wovon man mal was gehört hat, meistens nicht sehr viel Positives und man sich gar nicht so touristisch auch damit beschäftigt. Und ich fand es mega spannend, von Stefan Orth so ein bisschen das vorher zu erfahren, das jetzt, wo er dort ist, zu erfahren, was hat sich verändert, wie ist auch die Meinungen der Einheimischen, wie sehen die eben dieses Spagat aus Tradition und dem Neuen dieser Veränderungen. Ich fand es super interessant, dass er eben oftmals ja einfach wirklich Menschen von überall irgendwie dort trifft, vorwiegend Männer, denn Frauen ist es eben nicht immer gestattet, nach wie vor mit fremden Männern sich zu unterhalten oder in den Austausch zu gehen. Und ich fand es super spannend, wie er verschiedene Generationen trifft, wie die eben ihr eigenes Land wahrnehmen, wie sie den Rest der Welt wahrnehmen. Und das Besondere finde ich immer wieder bei Stefan Orth ist, dass er uns die Meinungen im Grunde ohne seine eigene, ab und an schon, aber ohne seine eigene erstmal weitergibt. Also er erzählt uns die Meinung des anderen erstmal 1:1, ergänzt diese dann eben mit seinen eigenen Gedanken, wie er das wahrnimmt, stimmt er diesen Meinungen im Grunde zu, also nimmt er es in diesem Moment in diesem Land auch so wahr, weil man kann natürlich als Außenstehender nicht immer nachvollziehen, wieso sagt er was, warum ist er gegenüber dieser Meinung. Und das fand ich super spannend. Und ich finde, das schafft Stefan Orth wirklich in jedem seiner Bücher, dass er uns wirklich im Grunde ungefiltert die Gedanken des Gegenüber näher bringt. Das finde ich immer wieder super spannend und das mag ich sehr gerne. Zudem war es eben auch ja, spannend zu sehen, und es ist allgemein irgendwie sehr spannend, dieses Buch scheinbar, vielleicht hat jeder jetzt mal einen Schluck getrunken. ja, spannend heute das Wort des Videos. Wenn man eben sieht, wie wichtig Religion in diesem Land ist und wie ein Land dann eben agiert, wo Religion diesen hohen Stellenwert hat. Und das, das ist eben mal was ganz anderes. Das kennen wir ja aus unserer westlichen Welt eher weniger. Bei uns ist Religion ja immer eher zweitrangig. Und für meinen Teil finde ich das auch sehr gut, dass das sich eben beides nicht irgendwie mischt. Und ich war wirklich neugierig zu sehen, wie Stefan Orth das eben auch als Tourist erlebt. Zudem muss man natürlich sagen, hat er es als Mann bestimmt um einiges leichter, als wenn ich mich jetzt auf den Weg machen würde. Und ich fand es super herausfordernd, wenn er erzählt, wie er versucht, objektiv zu bleiben, wie er auch auf Fragen zu seiner Person eingeht, die eben nach Religion fragen, nach Ehefrau, nach Kindern, ja, nach ja, solchen Dingen, wo er eben versucht, schon die Wahrheit zu sagen, aber niemanden vor dem Kopf zu stoßen und eben auch sich die Gedanken einfach anhört. Und ich glaube, dass das wirklich eine Kunst ist, die er hier betreibt. Natürlich ist er ein vielgereister Mann. Ich finde, das merkt man durchaus an, dass er sehr offen ist und auch wirklich spürt, bei dem Gegenüber, wie weit darf er sich hier öffnen, wie darf er die Wahrheit sagen, ohne dass er hier irgendwie ja, wirklich beleidigt oder in eine blöde Situation kommt. Und das Spannende natürlich an diesem Couchsurfing-Programm ist natürlich eben einfach mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Mir hat das Buch gut gefallen. Ich mochte hier die Gedanken über Saudi-Arabien, auch wenn das nach wie vor kein Ort ist, der bei mir auf der Reiseliste irgendwo steht. Was mich nach wie vor, auch im dritten Buch bei Stefan Orth, so ein bisschen stört, ist seine sehr naive Art. Das muss ich ganz klar sagen. Immer wieder denke ich mir, ach Junge, wie kannst du nur so unwissend, naiv, blauäugig in diese Situation geraten, dass er da irgendwie nicht draus lernt. Jetzt kann man natürlich sagen, vielleicht macht er das absichtlich, um diese Situation auch zu provozieren, aber ich denke mir manchmal, ach, damit hättest du jetzt eigentlich rechnen müssen. Also da sehe ich das ja kommen und bin gar nicht vor Ort und du läufst da so blind hinein. Also das finde ich nach wie vor, ich glaube, das habe ich bei jedem seiner Bücher kritisiert, das ist immer was mir auffällt und das finde ich hier auch einfach schade, weil ich glaube, wenn man da ein bisschen geplanter, organisierter ranginge, ja, geht natürlich Spontanität verloren, aber es wäre vielleicht so ein bisschen nachwirkender. Das wäre zumindest so mein Gefühl. Kann ich aber auf jeden Fall empfehlen, also auch Iran, Russland, China gibt es noch,
ist, glaube ich, sein viertes Buch, wenn ich mich nicht irre, weil das eben einfach sehr spezielle Länder sind, wo ich glaube jetzt auch nicht so viele tatsächlich einfach sich Gedanken darüber machen, Urlaub zu machen. Und man hier einfach wirklich mal ganz, eine ganz andere Kultur auch erlebt. Also spannend war es auf jeden Fall und hat mich auch gut unterhalten und hat mir viel Spaß gemacht. So, und da war der Akku leer. Das ist ein Träumchen hier. Aber ich glaube, ich war mit Couchsurfing in Saudi-Arabien auch soweit fertig. Ja, das Hörbuch der Woche war dann Sommerträume am Meer von Karen Swan. Mich hat hier tatsächlich das Cover sehr, sehr, sehr angesprochen. Und auch die Idee, dass wir eben einen Sommer in Schweden sind, in Stockholm, um genauer zu sein. Und das hat mich tatsächlich auch so ein bisschen gereizt. Gesprochen wird das Hörbuch von Susanne Schröder. Ist mir jetzt bewusst noch nicht als Hörbuchsprecherin über den Weg gelaufen, hat aber ihren Job sehr gut gemacht. Fand ich von der Vertonung richtig schön und hat auch so ein bisschen perfekt dann gerade ab Freitag, Samstag in diese sonnige Wochenendstimmung gepasst. Und da war ich dann schon am Ende der Geschichte angekommen, war dann auf jeden Fall sehr, sehr passend. Ja, wir sind in Stockholm, also in Schweden, und wir treffen dort auf Belle, die bereits seit über 3 Jahren als Kindermädchen bei der Familie Moggart arbeitet. Sie betreut dort die Zwillinge Elise und Tilde, die jeweils 4 sind, und den 9-jährigen Linus. Belle ist sehr eingespannt und an einem Dezembermorgen hört sie auf einmal das Telefon klingeln. Es ist ein Anruf für Hannah, für ihre Chefin, also die Mutter der Familie. Und der Anruf macht sowohl Hannah als eben auch Belle so ein bisschen fassungslos, denn es geht dabei um den Ehemann von Hannah, der nach 7 Jahren aus dem Koma erwacht ist. Was natürlich ein bisschen prekär ist, denn Hannah ist eben neu verheiratet und hat das wohl nicht ganz so offen besprochen, kommuniziert, oder Belle wusste es eben bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Dennoch steht der Sommerurlaub vor der Tür. Es geht auf die Schereninsel und da ergeben sich dann eben so die ein oder anderen Wendungen und aus dem Urlaub wird dann doch ein bisschen ein nicht ganz so entspannter, sondern eher spannungsgeladener Urlaub, der aber ganz viel Sommerfeeling bringt. Ich bin sehr gut in die Geschichte reingekommen. Ich weiß, dass Karen Swan immer mal ein bisschen gehypt ist. Ich kann mich an irgendwelche Weihnachts-Winterbücher von ihr erinnern. Ich muss aber tatsächlich gestehen, dass ich mich nicht erinnere, ob ich bewusst schon mal was von ihr gelesen habe, oder ich erinnere mich nicht mehr bewusst, ob ich von ihr etwas gelesen habe oder noch nicht. Ich bin aber sehr gut in die Geschichte hineingekommen. Es war sehr leicht, es war sehr locker, man war sehr schnell durch diese sehr schöne Erzählung, wie sie Karen Swan macht, sehr schnell in der Geschichte drin. Wir wurden den Charakteren näher gebracht und wobei es ist auch umgekehrt, sie wurden uns näher gebracht. Was ist denn heute los? Ich stehe so ein bisschen neben mir. Ich hoffe, vielleicht liegt es an der Hitze. Das kann man ja nicht wissen, an der Hitze. Ja, so in Anführungszeichen. Ich hatte von Anfang an tatsächlich große Freude mit dem Hörbuch. Der Aufbau der Erzählung, die auch durch unterschiedliche Szenen und Orte sehr spannend gehalten wurde, fand ich sehr gelungen. Ich mochte so ein bisschen, dass wir einfach diese Zeit so ein bisschen mitgehen, dass wir an diesen Orten mitreisen, dass wir die Eindrücke dieser Orte eben auch erzählt bekommen. Es war auch sehr bildhaft, es war lebendig. Man hatte so förmlich das Gefühl, man ist so ein bisschen mit dabei. Besonders die Geschichte um Emir, also den Mann, der aus dem Koma erwacht, die fand ich super spannend, die fand ich auch sehr heftig und muss tatsächlich sagen, an mancher Stelle vielleicht auch ein bisschen gefühlserhaschend, wenn man das so sagen kann. Das gefiel mir tatsächlich nicht ganz so gut. Also es drehte sich dann in manchen Teilen der Geschichte sehr um ihn, auch wie er so gezeigt wurde, wie auch das Drumherum mit ihm reagiert und agiert hat. Da habe ich mich dann doch des Öfteren so gedacht, da möchte jemand ganz viel Emotion, die sich aber gar nicht aufbauen konnte, weil wir eben nicht ganz so nah an Emil zum Beispiel dran waren. Es ist vom Stil wirklich sehr lebendig. Das hat mir unglaublich gut gefallen. Man hat wirklich das Gefühl, man ist in Schweden, man ist in Stockholm, man ist dann auf der Schereninsel. Wir bekommen ja dieses Sommergefühl, blauer Himmel, diese Weite, die so für meine Vorstellung eben in Schweden auch einfach herrscht. Und
Ja, wir sind einfach beim Sommerurlaub dann auch mit dabei, der eben doch ganz spannende Elemente hat. Auch die Charaktere fand ich sehr, sehr gut dargestellt. Ich fand Belle super sympathisch. Ich konnte mich da sehr mit hineinversetzen, nachfühlen. Es wurde viel einfach auch erzählt, damit man nah an ihr so dran bleibt. Ich fand auch die Freunde von ihr, Tove und Chris, super Nebencharaktere, mit denen ich sehr viel Freude und Spaß hatte. Mit den Handlungen, das war manchmal ein bisschen schwieriger. Also es war nicht immer alles so, so eher das Gedanken, die Gedanken konnte man nachvollziehen, aber manchmal waren die Handlungen nicht an diesen Gedanken so in einem Fluss, so in einem Guss, wie auch immer. Und das fand ich tatsächlich so ein bisschen schwierig an mancher Stelle, dass eben auf die Gedanken, die man verstanden hat, nicht immer gehandelt wurde und man so dann den Handlungen nicht nachvollziehen konnte. Macht das Sinn? Ich glaube schon. Aber das große Plus in dieser Geschichte geht schon an diese spannende Erzählweise, an diese verschiedenen Ebenen, wie diese Geschichte erzählt wird, an die Szenen, an die Wendungen, die zum Teil sehr überraschend waren und wirklich an dieses Sommerfeeling. Also es ist wirklich sehr idyllisch dann auf der Schereninsel. Es ist toll gezeichnet und man kann sich eben schon vorstellen, wie sich auch Kinder dann eben auf so einer Insel einfach fühlen, die dort ihren Sommer verbringen und ja, wie schön das eben wahrscheinlich einfach sein muss. Und ja, es war eine leichte, lockere, schöne, mit einer gewissen Spannung auch hinterlegte Geschichte, die mir gut gefallen hat. Ich wüsste jetzt nicht, ob ich zu mehr Büchern unbedingt von Karen Swan greife, aber wenn mich da, glaube ich, mal wieder ein Klappentext anspricht oder ein Cover, dann werde ich da auf jeden Fall schon offen mit draufschauen. Aber es war jetzt nichts, was mich komplett begeistert hat, aber es war schön. Es war unterhaltsam und hat für mich eben auch als Hörbuch sehr gut funktioniert. Für mich funktionieren diese Wohlfühlromane, also die in diese Richtung gehen, definitiv so am besten, weil man eben zwar schon konzentriert dabei ist, aber manchmal, wenn so ein bisschen eine Geschichte vor sich hin plätschert, dann plätschern eben auch die Gedanken oder was man gerade tut ein bisschen dazu mit und das gleicht es für mich immer so ein bisschen aus. Also kann ich empfehlen, war eine schöne Sommergeschichte mit einer Hintergrundgeschichte, die gerade um Emi herum, also die ich schon auch sehr heftig tatsächlich fand. Und sieht man dem Cover sozusagen jetzt nicht so direkt an. Das muss man ganz klar sagen. Das hätte ich vielleicht gar nicht so erwartet, als ich das Cover irgendwie gesehen habe. Aber ja. Ja, dann gibt es eine kleine Ankündigung. Und zwar gibt es morgen, ganz untypisch für mich, ein Video auf unseren Kanälen, denn es ist mal wieder ein Wanderpaket unterwegs gewesen und das hat jetzt sein Ziel gefunden und somit auch die Möglichkeit, dass alle ihr Video drehen konnten, schneiden konnten und morgen früh geht es los, da wird eure Abo-Box voll sein, genießt den Sonntag mit unseren Wanderpaket-Videos und haltet da auf jeden Fall die Augen offen und habt da auch ganz viel Spaß mit den Videos. Dann ist diese Woche eine Medaille bei mir eingezogen. Manche hat es vielleicht auf Instagram schon gesehen, ich war ein bisschen wandern, spazieren und zwar haben eine Freundin und ich beim Unicorn Run mitgemacht. Der war am 30. Mai und man konnte sich da vorab eben anmelden und man läuft sozusagen diesen Lauf. Man kann sich das einteilen, 2, 5 oder 10 Kilometer. Man läuft in dem Tempo, wie man das möchte und man bekommt wirklich wie bei einem Lauf, wir haben einen Schal dazu bekommen. Wir haben im Grunde die Möglichkeit gehabt, unsere Nummer aufzuschreiben, damit man eben wirklich, wie wenn man an diesem Lauf teilnimmt, dabei sein könnte. Und es gab eben diese wunderschöne Einhornmedaille, die natürlich für uns das Ausschlaggebende war, um auch mitzumachen. Und ja, wir sind eine schöne Strecke gelaufen, habe auch so ein bisschen, trotz Eincremes, ein bisschen den Sonnenbrand dann doch erwischt. Aber es war toll. Also 10 Kilometer war wirklich eine Strecke, die Spaß gemacht hat, wir uns wirklich was Cooles ausgedacht haben. Und ich kann sowas nur empfehlen. Und es hat natürlich schon so ein gewisses Gemeinschaftsgefühl zu wissen, dass eben gerade, was weiß ich, wie viele tausend andere auch diese Strecke oder eine Strecke gerade irgendwie laufen. Also es hat schon was dann auch bei Instagram die Bilder zu sehen, wie alle das so ein bisschen teilen. Das hat schon irgendwie Spaß gemacht und das hat die ganze Sache nochmal so ein bisschen extra gerockt, möchte ich so sagen. Wir haben jetzt auf jeden Fall noch einen festen Lauf geplant im Juli. Das ist der Flamingo Run, also wer da noch Lust hat. Gibt auch einen Sunset Run, es gibt was mit Faultieren, mit Pinguinen, also es gibt alle möglichen Läufe und das lohnt sich da einfach mal so für den Gag, sag ich mal, da einfach mal mitzumachen.
Dann habe ich mal einen ganz, ganz neuen Disney-Film gesehen, der mir bisher tatsächlich noch nicht so richtig untergekommen ist, und zwar Vaiana. Das ist ein Film von 2016, also tatsächlich schon 5 Jahre alt. Und irgendwie ist der an mir vorbeigegangen. Und der lief jetzt irgendwie im Fernsehen und wir haben den dann aufgenommen und dann auch einfach mal zusammen geguckt. Und da muss ich sagen, hat mir echt Spaß gemacht. Also ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm, dass das so ein Film ist, auch ein bisschen musikalisch, wie ich Disney-Filme ja auch ganz gerne schätze und mag. Und wir sind auf der Insel Motu Nui in Polynesien. Tatsächlich schon eine Ecke, wo man so denkt, wie kommt Disney da drauf? Und war auch wirklich mal vom Feeling etwas doch ein bisschen anderes. Also wirklich Sommerfeeling auf dieser Insel, auch wie uns dieses Dörfchen, dieser Stamm so gezeigt wurde. Und wir treffen eben auch Vaiana, die Tochter des Stammeshäuptling ist. Und ja, sie zieht es eben ans Meer und aufs Meer. Und da steckt eben auch einfach so eine Geschichte dahinter, eine Legende von dem Halbgott Maui, der einst das Herz der Göttin Tefiti gestohlen hat. Und es so eben ganz vielen Inseln die Finsternis droht. Und ja, Vaiana ist eben dazu irgendwie auserwählt, hier wieder alles in Ordnung zu bringen. Und es war toll. Also es hat mir super viel Spaß gemacht. Es war ein wahnsinnig toller Soundtrack. Tolle Songs, nicht nur von dem Melodischen, sondern auch von den Texten. Es war richtig toll animiert. Also ich fand wirklich, das war einfach mal sehr... sehr eigen, aber richtig toll gemacht. Und es gab wohl auch 2 Oscar-Nominierungen, die ich auch wirklich nachvollziehen kann. Und mir hat der Film überraschend Spaß gemacht. Also ich hatte den echt überhaupt nicht auf dem Schirm und war dann ganz überrascht, wie konnte so ein toller Disney-Film an mir vorbeigehen. Also hat mir große Freude gemacht und kann ich auch wirklich nur empfehlen, wenn ihr ihn nicht eh schon kennt. Und dann habe ich am Wochenende auch mit The Crown angefangen und bin so mitten jetzt in der ersten Staffel. Bin noch so ein bisschen zwiegespalten. Aber ich glaube, dazu sage ich dann einfach, wenn ich die erste Staffel zur nächsten Bücherwoche beendet habe, ein bisschen mehr. Weil ich jetzt theoretisch erst, glaube ich, 2, 3 Folgen geguckt hatte an dem Wochenende und jetzt schon ein bisschen weiter bin. Aber ich habe so einen Struggle in mir und vielleicht geht es euch ja auch so. Das besprechen wir dann in der nächsten Bücherwoche. Und ja, das war jetzt allerhand. In dieser Bücherwoche haben wir ja auch nur 4 Arbeitstage. Da ist ja Fronleichnam. Ich weiß, dass der nicht überall in Deutschland war oder ist. Aber für mich ist der Feiertag und ich freue mich auf die etwas kürzere Woche. Und denkt morgen an das Wanderpaket-Video oder die Videos. Schaut da gerne mal vorbei und ich habe jetzt keine Notizen mehr. Ich glaube, ich habe alles erzählt, was ich loswerden wollte. Ich bin natürlich mega neugierig, ob ihr schon mal was von einem virtuellen Run gehört habt, ob ihr da schon mal mitgemacht habt, vielleicht auch, ob ihr schon den Disney-Film kanntet und was auch so eure letzten Bücher waren. Das lasst uns gerne ein bisschen in den Kommentaren besprechen, würde ich mich sehr freuen. Alle Infos unten in der Infobox, schaut da auch super gerne vorbei. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video, was dann ja schon morgen ist. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.